Heute machen wir noch einen kleinen Biertest. Auf dieses Bier bin ich wirklich gespannt. Wo habe ich das her? Das hat mir der Chrissy mitgebracht aus der Schweiz. Chrissy hat den Kanal Twissy Chrissy. Das ist also der Twissy, Renault Twissy Guru hier auf YouTube. Und der hat sich einen gebrauchten Twissy in der Schweiz geholt und hat an mich gedacht und hat mir ein Bier mitgebracht. Und zwar das Quellfrisch. Hell Quellfrisch aus Appenzell. Bier aus der Schweiz habe ich noch nicht gehabt. Und ich habe das so ein Community-Bildchen gemacht mit Sachen, die ich zugeschickt bekommen habe. Und da war eben dieses Quellfrisch zu sehen. Und da habe ich unwahrscheinlich viele Kommentare aus der Schweiz bekommen, dass das Bier richtig gut sein soll. Also bin ich jetzt auch wirklich gespannt. Bier aus Appenzell hat 4,8%. Schauen wir mal, was draufsteht. Ein Schluck Appenzeller Lebensqualität. Unser Quellfrisch gebraut mit auserlesenen Zutaten und Wasser aus dem Alpstein frisch ab Quelle. Also richtig, richtiges Quellwasser. Brauerei Locher AG aus Appenzell. Also richtig Appenzell. Da, wo auch der Käse herkommt. Der Geheime. Wisst ihr, da ist das ist drauf. Wo nichts verraten wird. Ich mache es jetzt mal auf. Normal würde ich es aus der Dose trinken, aber jetzt zur Verkostung schütten wir es mal ins Glasl rein. Irgendeiner hat geschrieben, dass noch Zitronensaft oder Zitronenstück reinkommt. Die Mühe habe ich mir jetzt nicht gemacht. Wir wollen ja das Bier schmecken und nicht die Zitrone. Schön quellklar ist es auf jeden Fall schon mal. Wunderbar, kristallklar. Der Schaum passt da. Prost Chrissy, danke fürs Bier. Hat jetzt wirklich ganz einen eigenen Geschmack. Das ist jetzt kein Bier, mit dem ich es vergleichen kann. Süßlich, hat irgendein Eigengeschmack ist da dabei. Ist einmal sehr weich, das Bier, wenn ich so sagen kann. Wenn man weich, ich denke jetzt da auch an das Kargweizen. Sehr weiches, das muss mit dem Wasser zu tun haben, mit dem Brauwasser. Erfrischend. Und es trinkt sich einfach fast wie ein Mineralwasser mit Biergeschmack, würde ich jetzt sagen. Das ist eine echt feine Sache. Dann schmeckt man das Bier. Richtig erfrischende Geschichte. Spritzig. Das ist mein Urteil. Das ist wie ein Mineralwasser mit Biergeschmack. Das war's. Ich trinke das Bier jetzt in Ruhe zu Ende. Das werde ich mir jetzt nicht vor laufender Kamera hinter die Binde kippen, sondern werde es gemütlich trinken und genießen. Danke fürs Zuschauen und das Appenzeller Bier kriegt einen absoluten Daumen nach oben von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus.